So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Legion. Natürlich wieder mit Mastermind am Start und mal gucken. Hoffentlich eine geile Zusammenstellung an Units. Auf ein Pyro würde ich mich irgendwie sehr freuen. Sehr schön. Da haben wir den schon mal. Honeyflower zum Tanken. Sieht schon mal geil aus. Berserker nehmen wir auch mit, weil ich ehrlich gesagt sehr, sehr, ja, beeindruckt davon bin, wie geil Damage der letzte Mal gemacht hat. Ich glaube mal APS, APS, APS. Der macht auch PSV. Und nochmal so einen richtig geilen Late Game Tank wäre auch nicht schlecht. Wir probieren das so. Und wir, genau, so geht es natürlich. Wir starten mit einer Honeyflower. Ganz, ganz vorne. Und wir gehen dann Worker. So, wen oder was senden wir? Wir senden Lila. Gucken wir mal gleich, wo der her ist und was wir ihm senden können. Und dann werden wir gleich mal auf der 2 versuchen, eine Fiend zu machen. Fiends sind ja anscheinend mega OP, wie ich in den letzten Runden mitbekommen habe. Deswegen werden wir das gleich mal versuchen zu abusen. So. Wir haben nichts bekommen. Und Lila ist anscheinend hier. Startet mit dem Entler. Wir gehen trotzdem eine Fiend. Weil er jetzt erstmal nichts basteln kann. Und der Fiend müsste eigentlich hoffentlich auf der nächsten Dings durchkommen. So, kriegen wir das noch in der Income-Phase? Das wäre natürlich genial. Wenn wir so ein bisschen Zeit lassen. Nee, kriege ich nicht hin. Ich werde es trotzdem schicken. Und eigentlich will ich jetzt gerne auf eine Pyro gehen. Pyro. Mal gucken, ob das funktioniert. So, jetzt gucken wir uns erstmal an. Es wäre eigentlich ganz nice, wenn der Entler ziemlich schnell auf die Fiend gehen würde, weil die Fiend hat Swift-Verteidigung und die würden sich ewig kaputt kloppen. Sieht auch so aus, als ob da ein bisschen vielleicht was durchkommt. Aber wenn dann nicht viel. Ich werde es schaffen. Na, nicht mal unbedingt. Ich konnte ein bisschen Zeit rausholen. Ich werde jetzt noch was schicken, weil die Zeit gereicht hat. Das wird jetzt ein bisschen unschön, aber ich glaube, ich werde damit versuchen, mit ganz wenig Aufwand mir jetzt einen Pyro zu erarbeiten. 190 kostet der zum Ausbauen, war 195. Also wenn jetzt eine Fiend oder eine Brute kommt, dann bin ich einfach am Arsch. Aber ich probiere es. Das ist nur eine Snail, der spart anscheinend. Dann sollte das vielleicht was werden. Na, der ist ziemlich schnell dran gewesen. Ich werde jetzt hier jede Menge leaken, glaube ich. Oh ne, das geht sogar. Sehr gut. Mit absolut geringem Aufwand und ich kann sogar meine Dings behalten. Meine Peewees, da muss ich keinen von. Ja, scheiße. Bei uns war der blaue? Nee. Die haben noch den blauen. Die haben den gerade verloren. Es ist nicht so wild. Ich hab jetzt ein paar. Sehr geil. Pyro auf der 3. Plus eine Honeyflower ganz vorne. Also da
brauche ich mir jetzt erstmal keine Dings mehr, keine Sorgen mehr machen. Und ich werde jetzt Worker gehen. Ich werde jetzt definitiv einen Worker gehen. Gucken, wie es mit der 4 wird. Die 4 wird dann. Also ich werde jetzt definitiv einen Worker gehen und danach muss ich mal gucken. Je nachdem, was er schickt, weil er spart jetzt schon sehr lange. Oder er hat einfach irgendwie komisch gesaved. Okay. Ja, wäre es fast gut, wenn ich hier auf die mitgehe, weil die machen Pierce Damage. Und alle anderen sind Pierce anfällig. Da müsste man nur den Dings gehen. So. Achso, ich werde jetzt definitiv einen Worker gehen. Ach, ich warte auf die 6. Und schicke dann einfach Double Brood. Obwohl High Damage. Nee, 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 nee. Wir versuchen das ein bisschen geplant zu machen. Ich denke einfach mal, die schaffen das. Könnte sowieso nur einen PV bauen und der würde nach 2 Sekunden verrecken. Deswegen lasse ich das Ganze. Hero haben wir auch. Sehr schön. Nice. Eine Fiend sollte ich aber eigentlich hinbekommen. Die Honeyflower kann hier lang genug tanken, sodass der Pyro hier jede Menge Damage machen kann. Er spammt Aquas dahinter. Auch der Pierce, also der Pierce-Schaden von denen ist trotzdem schlecht gegen die 6, deswegen werden wir da dann einfach Brutes en masse schicken. Also en masse, haha, 2 Stück. Oder wir gehen noch Dings, ich will das Income haben dafür. Und dann jetzt noch was geht. So, gehen dann Worker. Hätte ich eigentlich vorher tun können. Ah, nicht gut überlegt. So, also ich bin auf jeden Fall gut dabei. Denke ich mir mal. Die Roccos. Oh, die machen auch. Ja, wir brauchen mal einen Fernkämpfer. So. Ich versuche jetzt einfach mit ein bisschen mehr durchzubrechen. Also Brute und Double Lizard müsste hier eigentlich top sein. Er schickt mir eine Brute. Er hat anscheinend wenig Worker. Sollte aber eigentlich vielleicht passen. Passt. Sobald die down sind, machen die ja gar nichts mehr, weil die haben einfach viel zu wenig Schaden. Kann jetzt einfach noch ein Worker gehen. Oh, ich habe sogar geleakt, wa? Ja. Aber es ist nicht so wild, weil ich ehrlich gesagt das auch relativ gut geschafft habe, meiner Meinung nach. Da jetzt noch viele Worker rauszuholen. Als nächstes würde ich halt auf die 8 gehen. Das werde ich hier einfach mal versuchen zu sagen. Gucken, ob die mitmachen, ob die auch Bock haben. Sollte vielleicht sogar. Da sollten wir mal ihn hier ausbauen.
noch ein Peewee. Ja. So, das wird jetzt ein bisschen schwerer, weil was hat der gesendet? Ein Dino, verstehe ich jetzt nicht, warum er hier ein Dino sendet. Ja, jetzt nicht so wild. Passt sogar noch. So, Entschuldigung, dass ich jetzt hier gerade gepennt habe. Das ist jetzt nicht so wild, dass jetzt... Ja, okay. Ja, okay, jetzt sind wir doch. Ja, dann sende ich halt auch. So. Ach, Quatsch. Ja, aber wenn die anderen senden, dann muss ich da auch hinterherziehen, weil sonst... Es ist alles Bullshit. Der hat nicht mal die Aqua-Kombo fertig, also ist es immer noch nicht schlimm. Verstehe ich auch nicht, warum er zwei blaue macht, aber nicht seine Aqua-Kombo zu Ende. Hm. Ja, da werde ich wieder ein bisschen was leaken, aber das ist halt... Naja, dafür habe ich halt 4 durchgedrückt, wa? Geht noch. Ist alles okay. Das bedeutet nur nochmal jede Menge Kohle für uns. Ich gehe auch noch Worker. Violet, werden wir mal gehen. Jetzt waren die wieder hier was hin. Scheiße, also jetzt ein bisschen verpeilt, aber egal. Ich werde jetzt einfach mitziehen, weil die das machen. Wahrscheinlich wäre wirklich es wesentlich besser gewesen, auf der 9 zu senden. Aber ich glaube auch nicht, dass wir die gekillt hätten. Drake ist schon ziemlich nice. Mein Pyro kann da... Okay, ja, zum Glück fängt der Dings viel ab. Die Violet. Das sollten wir auch eigentlich hoffentlich schaffen. Nee, nee, nee. Schon nicht ganz unrecht. So. Scheiße, jetzt habe ich... Yes.
Oh, das wird echt schlimm, weil ich keinen richtigen Tank habe. Ich denke generell, dass ich zu wenig Schaden habe. Scheiße. Das war alles scheiße. Das war komplett Bullshit, den wird jetzt senden. Hab ich da irgendwie verleiten lassen von meinen Teammitgliedern, da versuchen jetzt irgendwas zu machen, aber das war einfach nur Bullshit. Also, schön, dass wir durchkommen, aber der hat ja einfach, der hat ja so was von gerotzt. Das war ein bisschen viel. Er hat auch schlechte Entscheidungen gemacht. Jetzt die letzten Runden, ich weiß nicht. Er war irgendwie nicht ganz so klug insgesamt. Wir werden jetzt einfach saven und dann auf die 13. Aber nicht, hätte einfach auf ihn hören sollen. Fucking Lizard-Armee. Ich weiß nicht. Ich finde einfach Hero zu gut. Okay. Beuge ich mich dem. Dementsprechend und gehe jetzt hier einfach Honeyflower, die müssten jetzt hier eigentlich ziemlich nice sein. Vielleicht. Oder sogar noch ein Pyro. Wenn wir hier noch eine Bananabank hinsetzen, dann sollte es eigentlich geregelt sein. Da sollte jetzt. Wir sollten das eigentlich auch seit 13 beenden, denke ich mal. Okay. Oh, der hat aber wieder viel gesendet. Sollte aber trotzdem kein Problem sein, denke ich mir. Eigentlich relativ gute Resistenzen mit den mit der Natural Armor und dem Fortified. Ich gehe jetzt einfach noch einen Walker. Wie viel haben denn die anderen so im Ethereum? Gehe ich noch einen? Ja. So, das wird jetzt noch mal ein bisschen unfreundlicher. So, das muss passen. Also vom Value her bin ich hart drunter, aber naja. Ich habe halt ziemlich viel Gold in meine Worker gesteckt. Ich hoffe, das passt einfach, dass sie hier im AOE untergehen. Double Four Eyes. Oh, die Pyros können da noch gut gegenhalten mit dem Fortified. Das sieht gut aus. Obwohl ich 300 unter Value bin. So hart gehalten. Krass, schöne Scheiße. So. Und dann werden wir jetzt nach Auren gehen. Ja, okay, hart gehalten. Hätte ich nicht gedacht, dass der es fast noch schafft, da durchzukommen. Ich glaube,
glaube, da gehen wir noch einen Drake. Ja. So, das wird jetzt unfreundlich insgesamt. Death Cap können wir gehen und eine Banana Bank. Die Banana Bank ist jetzt insgesamt nicht die beste Option auf der Wave. Oder ist eher eine schlechtere Option. Man könnte auch mehr Honeyflower gehen. Aber insgesamt finde ich die einfach fürs Late Game so viel besser. Die hält gefühlt alles ab. Ne, wir haben alle gesendet. Sehr schön. So. Wir hören auf ihn. So, gucken uns das Ganze mal an. Es sieht jetzt doch sehr knapp aus. Ich glaube, ich werde sogar... Nee, ich werde nicht halten. Aber so ist es halt nun mal. Dafür haben wir jetzt alles auf eine Karte gesetzt. Hab auch dick durchgedrückt. Er hat gehalten, verdammt. Aber das werden wir nicht schaffen. Und dann werde ich jetzt... Jetzt kommen zwei Magic Waves, dann kommt... Ah, das wird schwer. Oder hält er das? Ich glaube auch nicht, dass die vor uns sind. Ich glaube, wir sind so weit vorne. Also, das kann ich mir beim weitesten nicht vorstellen, dass die weit vorne sind. So, wir brauchen aber langsam Schaden. Der ist halt scheiße. Naja, wir machen das. Die werde ich dann alle ausbauen. Boah, ich habe viel bekommen. Das ist brutal. Aber sollte eigentlich passen. Wir haben so, ich habe jetzt so viele Tanks eigentlich. Zwei Banana Banks, eine Death Cap, eine Honey Flower. Aber die haben sich so ein bisschen aufgesplittet und dadurch habe ich wenig Schaden zur Verfügung. Wiederum sehr schlecht ist. Alter, drei Drakes. Man kann auch übertreiben, oder? Na, ups. Hier setzen wir noch einen Pyro hin. So. Nee, das würde ich sogar glatt nicht machen. 360. Ach, scheiß drauf, Alter. Ich will den. Nee, die werden so oder so pulverisiert. So, ich hoffe einfach mal, dass der ganz lange durchhält. Sehr schön, der haut die halt gut zusammen, wa? So, Cardinals, das waren ganz viele, wa? So etwa Auren. Trotzdem noch ein Vorei.
Nein. Jetzt. Impact Pierce. Eigentlich dürfte mich das kaum kratzen. Also Impact schon, aber Pierce. Swift Verteidigung ist halt, ja. Ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. So. So. Ach, ups. Scheiße. Ich habe jede Menge Bullshit gemacht. Ich hab einfach nur noch irgendwo drauf gedrückt. Ich hätte noch mehr Augen sind sollen. Oder, ja. Weiß nicht, ob ich da durchkomme. Na doch. Denke schon. Der White Man ist gleich tot und dann sollte das ja eigentlich geritzt sein, hoffentlich. Eieiei, was? Denke, ja. Und das war's. Das war's. Denke jetzt nicht, dass da noch, dass der King das halten kann. Nee. 20 ist sowieso schon die magische Grenze, dass der irgendwas hält. Sehr schön. Wunderbar. Dann komme ich ja vielleicht doch noch auf 1400, war. Sorry. Sehr schön. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.